Ein herzliches Willkommen zum heutigen Freitag. Wir blicken neben den großen Indizes heute auf britisches Pfund US-Dollar, Euro, japanischer Yen und Neuseeland-Dollar US-Dollar. Das Ganze gibt's gleich hier. Ich muss gerade mal nachschauen, das Bild auf dem Facebook-Stream ist noch ein bisschen verkehrt. Jetzt passt das. Heute gibt es hier, wie schon gesagt, die Währungspaare mit dem Blick. Ich habe die wichtigsten Sachverhalte dazu schon im Blog, also in den heutigen FX-Handelsideen hinterlassen. Da lohnt sich auch immer mal das Reinschauen. Wer das Ganze sich mal ein bisschen bildlich auch anschauen möchte zum Nachlesen auf den Smartphones und was auch immer an mobilen Endgeräten da ist, ist das Ganze immer sozusagen in der Hosentasche mit dabei. Schaut mal rein in den Blog. Wer nicht weiß, wie er ihn findet, ich zeige es mal ganz kurz. Da muss ich kurz mal die Website von Tickmill einblenden, mache ich gleich hier mal, hole ich mal rüber. Schaut mal hier, einfach auf die Website von Tickmill gehen, tickmill.co.uk/de. Das ist die Seite und da haben wir den Blog hier oben drin stehen und wer da entsprechend draufklickt, der findet alle entsprechenden Daten hier zu den morgendlichen Handelsideen, so wie heute auch britisches Pfund US-Dollar mit Luft nach unten, aber auch bullischem Potenzial. Der Teil ist verortet in der großen übergeordneten Aufwärtsrichtung mittlerweile, das schauen wir uns gleich in den Charts an, deshalb haben wir es da und wer etwas ältere Videos oder Analysen sich auch anschauen möchte, einfach mal draufklicken und da findet man entsprechend alle Charts, alle Handelsideen und auch die Videos zu der entsprechenden Chartlage, die wir hier morgens dann immer machen. Also es lohnt sich auch, das mit im Blick zu haben und damit machen wir hier weiter und ich sage auch danke für die guten Morgengrüße, da freue ich mich tierisch drüber. Das passt und auch die Rückmeldung zu dem Thema mit dem Trade im S&P 500, was ich da so ein bisschen angekündigt hatte, wo ich gesehen habe, wo der Markt rumdreht. Es ist Interesse da, da zeige ich mal so ein bisschen, wie ich das oben erkannt habe, dass es da für mein Portfolio Zeit war, auch Gewinne mitzunehmen. Aber aus dieser Gewinnmitnahme konnte man natürlich auch sehr, sehr schöne Short Trades generieren. Wir haben ja gesehen, wie viel Bums der Markt gestern von oben nach unten bekommen hatte. Das gucken wir uns gleich mal an. Zuvor bitte den Risikohinweis in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das steht auf der Uhr. Heute gibt es ein paar Nachrichten wieder. Es ist Freitag, der 12. Juni. Wir haben aus Japan die Industrieproduktion bekommen. Die ist weiter rückläufig, aktuell auch über oder beziehungsweise unter der Prognose, je nachdem, wie man es lesen will. Prognose war minus 9,1, minus 9,8 war das Ganze hier gewesen. Es schrumpft sozusagen, das Ganze hier im April. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze, wenn sich die Weltwirtschaft jetzt auch langsam wieder beleben sollte, das Ganze verbessert. Das BIP in Großbritannien sah auch nicht besser aus, auch deutlich schlechter als das, was die Analysten erwartet haben. Und grottenschlecht im Vergleich zum Vormonat. Also hier ist die Talfahrt noch längst nicht am Ende, zumindest wenn man sich die BIP-Entwicklung anschaut. Hier auf Monatssicht oder für den Monat ein Minus von 20,4%. Das ist schon richtig heftig. Wenn man sich das auf Jahresbasis oder im Jahresvergleich anschaut, haben wir hier ein Minus 24,5. Holla die Waldfee, da ist einiges im Argen. Alles durch die Corona-Krise. Auch das, die Produktion vom verarbeitenden Gewerbe sieht ja nicht besser aus. Also sehr, sehr mies die Zahlen, die wir hier aus Großbritannien bekommen haben. Die Handelsbilanz schrumpft, das sehen wir auch. Aber nicht ganz so schlimm, wie das von den Analysten erwartet worden ist. Was kriegen wir am Nachmittag noch? Wir kriegen noch ein paar Informationen seitens der Uni Michigan. Und zwar hier das Verbrauchervertrauen der Konsumenten. Und zwar also die Konsumentenerwartung für den Monat Juni. Und das ist echt richtig interessant, weil wir hier jetzt sozusagen so ein bisschen das Gespür dafür bekommen, wie die Konsumenten ticken und wie die mit den ersten leichten Lockerungsmaßnahmen in den USA auch umgehen. Das wird richtig interessant. 16 Uhr kriegen wir die Daten und am Abend gibt es dann wie immer die CFTC-Informationen, das heißt die COT-Reports für diejenigen, die das interessiert. Trader, die gucken da drauf, was die Big Boys machen. Das Ganze gibt es wie immer heute Abend hier um 21:30 unserer Zeit. Das schwankt immer so ein bisschen zwischen 22:30 und 22:30, aber das kann uns ja relativ egal sein, ob das jetzt 22:30 oder 22:30 kommt. Das sind eh Daten auf Wochenbasis, die da erhoben werden. Das ist etwas, da wird man Freitagabend mit Sicherheit nicht mehr drauf traden. Okay, das dazu. Wir machen mit den Nachrichten. Jetzt wollte ich schon sagen, mit den Weihnachten weiter, aber Weihnachten ist längst vorbei. Wir machen weiter mit den Nachrichten und wir blicken mal kurz in die Nachrichten der Woche zurück, um das Ganze hier abzurunden. Was wir gesehen haben, Japan, wie schon gesagt, in Japan, es schrumpft alles weiterhin. Das haben wir bekommen. Frau Lagarde hat am Montag auch gesprochen seitens der EZB.
Hier wird weiterhin alles dafür getan, um Europa nach der Krise wieder oder in der Krise wieder auf Kurs zu bringen. Hier wird viel, viel Positives gemacht. Die Politik wird pro Wirtschaft gestaltet. Das merkt man immer wieder so ein bisschen, dass da auch, sagen wir mal, innovative Vorschläge kommen, ob und wie die dann umgesetzt werden. Das ist immer so ein bisschen eine andere Geschichte, aber man merkt schon, hier denkt man in die Zukunft, hier versucht man sich zukunftsträchtig aufzustellen, hier wird investiert in Zukunft. Sag ich mal, in Technologien, die sehr wichtig für die Zukunft sind. Das ist auch, hat viel mit der Umwelt zu tun. Also da wird der Hebel meiner Meinung nach in die richtige Richtung bewegt. Das Ganze hier, die Worte auch von der EZB-Präsidentin. Dienstag in den USA auch positive Meldungen zu den JOLTS-Stellenangeboten. Wenn man sich das mal hier anschaut, es wurden deutlich Stellen entsprechend geschaffen. Die Zahl ist grün, lag auch leicht über den Erwartungen. Also das sind die offenen Stellen sozusagen. Mittwoch haben wir dann den Verbraucherpreisindex aus den USA bekommen. Da gab es nicht wirklich Neuerungen, aber bei den Rohöllagerbeständen, ja, ich würde mal sagen, das Thema mit der Ölpreisentwicklung, das ist noch lange nicht vom Tisch. Lasst uns das mal kurz anschauen in der Grafik. Ich hole die mal kurz rüber. Da muss ich mal kurz auf den anderen Monitor schauen. Kurzen Augenblick bitte. Weil das sind natürlich Sachen, da muss ich sagen, wann war denn das gewesen? Am Mittwoch. Das muss man irgendwo auf der Uhr haben, wie sich das Ganze entsprechend auch entwickelt. Ich gehe mal kurz in den Mittwoch rein, kurzen Augenblick. Das war diese Woche, zack, da ist es. Wenn man sich die Grafik mal anschaut, also für einen steigenden Ölpreis wäre es eigentlich sehr, sehr wichtig, dass die Rohöllagerbestände dauerhaft auch sinken und immer mal niedriger bleiben. Aber wir sehen es halt, es ist angestiegen und das ist eher so ein Zeichen, dass da noch nicht wirklich alles so ist, wie es sein soll. Woher soll es denn auch kommen, ja? Von der Seite her macht es auch immer mal so ein bisschen Sinn, wenn man mal so ein auf das Thema der aktiven Bohranlagen schaut. Die werden ja auch immer freitags veröffentlicht und da sieht man halt auch, wenn die rückläufig sind, das hat schon Auswirkungen. So, kurzen Augenblick, jetzt hole ich mal ganz kurz hier an dieser Stelle mal rüber, was hier wichtig ist. Und da können wir hier sehen, schaut mal, das hier ist die Grafik von investing.com, der Chart, und das hier haben wir mal sozusagen die US-Rohöllagerbestände, die Entwicklung des Ganzen, ne? Und hier sehen wir schon, wir hatten jetzt in der ganzen Krisenzeit doch deutliche Anstiege nach oben. Wir hatten vor kurzem mal einen leichten Rückgang der Lagerbestände, aber es wird immer wieder auch die Oberseite gesucht. Das heißt, hier ist wirklich die ganze Geschichte noch längst nicht vorbei, und es würde mich nicht wundern, wenn wir hier im Ölpreis in naher Zukunft auch wieder etwas rückläufige Preise sehen, einfach weil man sieht, dass entsprechend die Nachfrage doch noch nicht so hoch ist. Das wird sich ändern mit einer steigenden wirtschaftlichen Entwicklung. Da wird ja dann entsprechend auch wieder mehr Öl entsprechend gebraucht. Und das sind die Sachen, die kommen dann rein. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz wieder hier das Ganze rüberlegen, damit wir hier auch die richtigen Fakten oder ich Ihre Fragen auch mitsehe. Also das Ganze, ja, sehen wir an dieser Stelle im Ölmarkt. Die FED, die hat geliefert, die hat keine Zinsen erhöht. Paul hat gesprochen. Paul, das war interessant, erst einmal den Begleittext zu lesen. Den habe ich hier gerade vor mir, das habe ich mir mal ein bisschen ausgedrückt. Da kommt es ja immer so ein bisschen drauf an, was sich im Wording verändert. Und da muss ich mal kurz schauen. Da sind wir hier an dieser Stelle an einem Punkt gekommen. Das muss ich mal ganz kurz durchlesen. Das Ganze hier genau, da war nämlich im Begleittext, dass wir gelesen haben, dass sich die Finanzmarktbedingungen gebessert haben. Das ist erstmal ein Positiv, das heißt, die Bedingungen am Finanzmarkt sind ein bisschen stabiler geworden. Das hat sich geändert im Vergleich zum vorhergehenden Text. Da war noch die Rede davon, dass die Finanzmärkte sehr, sehr, sehr signifikant von dem ganzen Virus betroffen wurden. Das ist also eine deutliche Änderung des Ganzen. Was auch gesagt wurde, ist, dass man wartet, jetzt muss ich mir das mal kurz durchlesen und das Ganze in Deutsch dann im Kopf sozusagen übersetzen, dass man in den nächsten, also im Near Term sozusagen, im nahen Ausblick und auch etwas länger über den Medium-Turn sozusagen davon ausgeht, dass man immer noch sehr bemerkenswerte Risiken für die Märkte sieht. Das Virus ist noch längst nicht vom Tisch und die Risiken sieht die FED an dieser Stelle natürlich auch. Und so war das Wording hier auch. Und dann muss ich mal kurz schauen, hier gab es noch ein Momentum, genau da ging es nämlich zum Thema Anleiheverkäufe. Und da hieß es beim letzten Mal, dass die
Käufe fortgesetzt werden. So war das hier über die nächsten Monate sozusagen fortgesetzt werden. Und jetzt heißt es, über die nächsten Monaten werden diese Dinge weiter aufgestockt. Und zwar bis sich das Ganze normalisiert. Also das heißt, das Ganze ist weiterhin auch da. Das heißt, der Markt wird weiterhin ordentlich mit Geld versorgt. Und dann gab es im Begleittext in der Pressekonferenz hinten dran noch ein paar interessante Informationen, nämlich zu der Aussage oder zu der Frage, ob die Fed sich bewusst ist, was sie denn mit ihren Maßnahmen auch für den Aktienmarkt tut, dass der Aktienmarkt sozusagen rennt wie verrückt und die USA sozusagen rezessive Anzeichen zeigt. Und fand ich das ganz interessant, was hier gesagt worden ist. Und zwar die drei Aufgaben der Fed. Nummer eins, Vollbeschäftigung am Arbeitsmarkt. Nummer zwei, das Thema Inflation im Blick haben. Und Nummer drei, die Wirtschaft stützen. So. Das sind die Themen. Aktienmarkt ist relativ egal. Das heißt, wir werden weiterhin gutes Geld am Markt sehen. Das heißt, die Liquidität wird unterstützt durch die Fed. Und das ist die positive Nachricht, weil wir in den vergangenen Jahren auch immer gesehen haben, dass ein Teil dieser Gelder, die durch die Fed zur Verfügung gestellt wurden, auch in den Aktienmarkt fließen. Also an diesem System scheint sich momentan auch relativ wenig geändert zu haben, sodass wir mittelfristig durchaus auch weiter die Chance auf steigende Märkte haben, auch wenn es immer mal ein bisschen ruppig zur Sache gehen kann, wie wir das gestern entsprechend gesehen haben. Aber das gucken wir uns gleich später nochmal an. Wir machen die Nachrichten mal noch schnell fertig für die nächste Woche. Da gibt es auch wieder ein paar Sachen. Wir kriegen am Montag die Industrieproduktion aus China. Hier wird ein weiteres Wachstum erwartet. Dann gibt es am Dienstag die Bank of Japan, den geldpolitischen Begleittext. Am Mittwoch, nein, auch am Dienstag bekommen wir das Thema Arbeitslosenzahlen aus Großbritannien auf die Uhr, den ZEW-Konjunkturerwartungen. Die gibt es, die Einzelhandelsumsätze aus den USA gibt es auch am Dienstag. Mittwoch geht es weiter, Verbraucherpreisindizes. Die kriegen wir aus Großbritannien und aus der Eurozone. In den USA wieder das wichtige Thema Baugenehmigung. Der Bau ist ja ein wichtiger Stützpfeiler der US-Wirtschaft und die Rohöl. Lagerbestände. Und hier sehen wir es da weiter, den Zinsentscheid der Schweizer Notenbank, den gibt es dann am Donnerstag. Das wird interessant für die Währung. Da haben wir ja auch immer einige Währungspaare auf der Uhr an dieser Stelle, inklusive Notenbanksitzung und Pressekonferenz. Am Donnerstag hat auch die Bank of England Notenbanksitzung und wir bekommen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA. Plus den Philly Fed Herstellungsindex. Auch das ist ein sehr, sehr wichtiger Index für die Entwicklung hier in der US-Wirtschaft. Heißt an dieser Stelle wichtige Daten. Auch am Donnerstag und Freitag gibt es dann noch die Einzelhandelsumsätze aus den aus Großbritannien, jetzt hätte ich fast gesagt die USA, aber es sind die Briten, die uns das Ganze liefern. Damit hätten wir das Thema durch mit den Nachrichten und wir können direkt rüber gehen in die Charts. Das ist ja das, was uns an dieser Stelle hier immer wieder interessiert. Ja, und ich hatte es ja gesagt, wir schauen unter anderem auf Neuseeland-Dollar, US-Dollar, Euro, japanischen Yen und britischen Pfund. Neuseeland-Dollar und das Ganze mache ich jetzt gleich auch mal noch groß hier für die Facebook-Zuschauer und ja, worauf schauen wir? Guckt euch mal den Chart hier an. Ich habe einen Chart offen vom Neuseeland-Dollar, US-Dollar, die Verortung. Ich habe jetzt mal den Tageschart hier aufgemacht, damit man gut sehen kann, was los ist. Man sieht hier entsprechend sehr, sehr schön, wir haben im Neuseeland-Dollar, US-Dollar mittlerweile einen sehr schön laufenden Aufwärtstrend. Das Thema ist da, wenn wir uns das größere Bild mal anschauen, ich schalte mal eben kurz auf die Woche um, dann sehen wir hier auf dem langfristigen Wochenchart schon eine Phase, wo der Markt eher runter als hoch läuft. Ne? Das heißt, wir haben hier fallende Hochs und fallende Tiefs, aber wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wir haben hier in dieser Gegenbewegung auch noch etwas Luft nach oben und das gibt schon die Chance, dass wir hier nach oben weiter laufen. Das heißt, wenn wir hier das bullische Muster, was wir auf Tagesbasis sehen, hier, ich muss mal kurz die Einstellung hier so ein bisschen ändern, dass man es ein bisschen besser sehen kann. Also wir sehen es hier, der Korrektur oder die Korrektur, die läuft momentan hier in so einem Abwärtstrendkanal nach unten, hat mittlerweile auch ein wichtiges Level hier berührt bzw. touchiert und kriegt hier wieder Stärke rein. Das heißt, hier an dieser Stelle ist das der Tageschart, wo wir auch sehen, wir haben jetzt hier eine Flagge und wenn es bullisch bleibt und der Markt doch relativ stark ist, dann haben wir auch gute Karten, dass wir relativ zeitnah oben drüber fliegen. Wir gucken uns das Gleiche gleich mal in der, also das Ganze gleich mal in den kleineren Zeiteinheiten an dieser Stelle. Mit Blick auf den Tageschart sehen wir allerdings auch, dass die Korrektur nach unten deutlich auch noch Platz hat. Ne? Das heißt, wenn der Markt stark bleibt, erwarte ich eher einen früheren Ausbruch über die Oberseite, tendiert aber eher schwächer. Dann hat die Korrektur bezogen auf das, was wir von unten, also vom Bewegungstief
zum Bewegungshoch weggemacht, haben ja erst ein Ministückchen rausgegangen. Das heißt, wenn wir hier tatsächlich auch Schwäche sehen sollten, dann ist nach unten hin auch noch viel Potenzial da. Und da müssen wir jetzt einfach nur warten, wie der Markt sich entscheidet. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, hier im 4-Stunden-Chart oder gerne auch im Stunden-Chart, wie man das haben möchte, das kann sich jeder Trader auch selber einstellen, dann sehen wir hier halt entsprechend die ganze Situation, dass der Markt hier schon durchaus abwärts trendet. Wartet, ich nehme mal ganz kurz hier die Timeframes raus, dass wir schon nach unten laufen, dass der Markt schon runter will und dass wir auch entsprechende Anlaufpunkte unten haben, die der Markt beachten kann. Und das sehen wir auch, dass der Markt solche Beachtungsmarken sucht. Nämlich, wenn wir uns das Ganze mal anschauen hier, schaut mal, das ist jetzt mal der Blick in den Stundenchart. Jetzt hier für die edukativen Leutchen, man kann das Ganze auch im 4-Stunden-Chart sehr, sehr schön sehen. Diese Schwünge, diese wichtigen Schwünge, die sieht man auch in den etwas größeren Zeiteinheiten. Und schaut mal hier, das war der letzte Schub, den wir hier nach oben gesehen haben. Und da hatten wir den kleinen Trendverlauf. Ich mache den mal kurz hier technisch rein. Schaut mal hier unten, da war da das kleine untergeordnete Kauflevel. Und da kommt plötzlich auch etwas Nachfrage rein, wo der Schub nach unten jetzt wieder korrigiert. Und jetzt wird es halt wirklich interessant, was wir sehen. Setzt sich der ganze Abwärtsdruck etwas fort und wir fallen hier unter dieses Zwischentief, also unter das aktuelle Tagestief. Das ist die Marke von etwas unter 0,64. Wenn wir da drunter fallen, dann setzt sich die Abwärtsdynamik fort. Nächster Anlaufpunkt wäre dann sozusagen hier untergeordnet dieses kleine Swinglow um die 0,6367 beziehungsweise hier dieses Swinglow bezogen auf diese Bewegung nach oben um die 0,6264. Und danach kommen die größeren Supports rein. Das heißt, das wäre dann deutlich eine Abwertung nach unten und eine Weiterung, eine Ausweitung der Korrektur. Das ist interessant für die kurzfristig agierenden Trader. Diese Levels sind da und wir sehen es halt auch, wenn der Bereich, wo wir jetzt sind, so knapp über den Daumen, die 0,64. Wenn der nicht hält, dann ist der Druck nach unten da und dann sehen wir die Ausweitung zur Unterseite. Drehen wir aber vorher um, kommt das dem Ausbruch aus der Flagge gleich und das bringt uns dann wieder in die bullische Phase. Erster Anlaufpunkt nach oben hin wäre mal hier dieser Umkehrbereich um die 0,6465 und danach können wir uns auf der Oberseite orientieren bei 0,6485 in etwa. Das sind so die Marker, die wir auf der Oberseite entsprechend liegen haben. Also das wird sehr, sehr interessant und für diejenigen, die es kurzfristig traden, gucken wir nochmal kurz in den 15-Minuten-Chart rein. Den zoome ich mal kurz etwas zusammen und da sehen wir, was hier los ist und da sehen wir auch, dass wir hier im kleinen Bereich hier, ja, da ist der Trend nach unten rausgenommen und hier fangen wir schon an, nach oben zu trenden. Und das ist jetzt wirklich der wichtige Marker. Wenn dieser Trend sich fortsetzt, ist das ein Zeichen, dass der Markt wirklich eher nach oben möchte. Ja? Das heißt, wir sehen ja hier gerade die Korrektur der letzten Aufwärtsdynamik. Umgedreht haben wir erstmal hier in diesem Ausbruchslevel. Und dieser Bereich, in dem der Markt hier gerade ist, im Untergeordneten, das ist halt der wichtige Schwungbereich. Den gilt es jetzt zu verteidigen. Da gilt es jetzt hier nicht massiv drunter zu laufen und hier ein neues Zwischentief zu machen, sondern wirklich das, was hier aus dem Dreieck als Ausbruch nach oben gekommen ist, zu verteidigen, über das Zwischenhoch drüber zu laufen und dann die oberen Seiten mit anzulaufen. Und hier sehen wir halt auch, dass diese Marke um die 0,6465 ein Drehbereich war. Hier sind wir unten durchgebrochen, den gilt es dann rauszunehmen und dann ist der Weg nach oben schon deutlich leichter zu sehen. Und das ist das, was uns die kleinen Zeiteinheiten hier schon so ein wenig verraten, wo wir uns hier auf die Lauer legen sollten. Euro-japanischer Yen ist die nächste Währung, die wir auf der Uhr haben. Sehen wir hier. Was wir hier sehen, ist etwas, wo wir ganz klar sagen können, okay, wenn wir uns das Ganze mal auf der Tagesbasis anschauen, dann sehen wir schon, wir sind hier deutlich nach oben durchgestartet. Ja? Wir sehen auch hier, der Aufwärtstrend ist da. Das heißt, diese starke Bewegung, die mit der dicken grünen Linie gekennzeichnet ist, ist ja der Bezug auf das, was übergeordnet ist. Und übergeordnet hatten wir halt lange Zeit diese Abwärtsdynamik. Und diese wurde jetzt rausgenommen durch diesen Mega-Move nach oben. Ja, und jetzt sehen wir hier sozusagen die hochdynamische Bewegung und die durchaus dynamische Korrektur nach unten. Haben wir auch wieder einen schönen, engen Trendkanal. Und hier wird es jetzt wirklich sehr, sehr interessant. Warum wird es interessant? Wenn wir mal schauen, ich habe mal dieses alte Support-Level hier um die 121.200 mit Absicht mal grün gelassen. Das war nämlich dieser Kaufbereich hier und in diesem Kaufbereich gab es relativ wenig Interesse für eine Gegenbewegung. Da sind wir doch deutlich unten drunter durchgefallen, den haben wir deutlich rausgenommen. Es sah gestern zunächst zumindest einmal so aus, als wenn wir hier ein bisschen Umkehr bekommen an dieser Linie. Schaut mal hier, da haben wir doch ein bisschen was gezögert. Da sah es so aus, als wenn wir durchaus höher laufen konnten, aber Pustekuchen, dem war definitiv nicht so. Also ich lag ja auch auf einer Lauer für einen Long Trade, aber der war einfach nicht da. Wir sehen den Fortgang der Korrektur
nach unten, also der Gegenbewegung. Und wir haben, wenn wir uns diesen Chart hier mal anschauen, nach unten hin auch durchaus einiges an Potenzial nach unten liegen, ne? Und jetzt wird es halt sehr, sehr spannend. Da, wo wir gerade angedockt sind, oben die 121.400, das ist ein Level, das ist schon ein interessantes Level. Es ist hier relativ eng, aber wenn wir uns mal anschauen, das ist irgendwo 121.2 bis 121.4. Das ist so ein Schwungbereich, den wir hier drüben auch immer mal schon gesehen haben. Also hier wurde angelupft, hier wurde angelupft, hier wurde angelupft. Also in diesem Bereich, in diesem Drehbereich, haben wir immer wieder Käufer gefunden. Jetzt sind wir da reingelaufen, prallen nach unten ab. Jetzt wäre es wirklich wichtig, dass wir nach dem Abprall den Schub nach oben sehen. Und dann könnten wir durchaus die ersten echten Versuche zu sehen, aus dieser Flagge auszubrechen und doch den Weg nach oben zu suchen. Wenn das kommen sollte, das heißt, der Markt sich hier auch über der 121.2 bis 121.4 bestätigen kann, dann haben wir gute Chancen reinzulaufen, nach oben hin Richtung Trendhoch bei 124.43 und dann haben wir auf der Oberseite auch ein paar schön planbare Anlauflevel. Im größeren Bilde hier, diese größeren Hochs, also das größere Hoch hier um die 122.37 und dann das Bruchlevel hier oben bei 123.550. Das sind durchaus Marker, die mit einem schönen Swing nach oben auf der Agenda stehen können und die man als Trader durchaus auch auf der Uhr haben sollte. Drehen wir hier allerdings wieder wett, also einfach nach unten um und schaffen es nicht deutlich hochzulaufen, ja, weil dann müssen wir uns auf der Unterseite orientieren. Unterseite orientieren heißt, wir müssen mal schauen, wo wir Auffanglevel unten haben. Da sehen wir erstmal ein größeres Auffanglevel und zwar ist das hier das, wo sich der übergeordnete Trend fortgesetzt hat. Das ist die Marke um die 118.5. Also 5, wenn ich da 5 sage, sind das 118,50 an dieser Stelle. Wenn wir ein bisschen drüber hinausschauen, dann haben wir ein paar Level. Erst einmal hier dieses Kaufausbruchslevel aus diesem Dreieck, was wir hier drinnen haben. Das ist die Marke um die 120. Und dann haben wir hier ein paar Swinglows oder noch zwei Swinglows drin liegen, die 119,4 und die 118,85. Die Marke, das ist das, was wir hier an den alten Trendverläufen entsprechend sehen. Und das sind wichtige Marker. Wie schon gesagt, da wird es echt interessant, wenn wir hier rumdrehen, wie es hier weitergeht. Zwischendrin, die entscheidende Marke ist natürlich hier, sollten wir hier kein neues Tief schreiben, also die Marke ungefähr von 120,27 ist da wichtig, sollten wir hier kein neues, tieferes Tief schreiben, sondern nach der Korrektur nach oben drehen, das wäre auch ein wichtiges Zeichen, dass der Markt eher nach oben möchte als nach unten hier im Blick auf Euro-japanischen Yen. Also das bleibt auch sehr, sehr interessant an dieser Stelle. So, das war Euro-japanischer Yen und dann kommt jetzt noch das Cable auf die Uhr. Dann sehe ich schon, haben wir einen Wunschmarkt, britisches Pfund, japanischer Yen, schaue ich mir auch gleich an. Wie schon gesagt, wer Wunschmärkte hat, bitte rein. Wir haben die Zeit, hier die Wunschmärkte auch anzuschauen. Da kümmere ich mich sehr, sehr gerne drum. Aber jetzt sprechen wir hier erstmal über das Cable. Cable ist ganz schön stark unter Druck gekommen in den letzten 2 Tagen. Wenn wir uns den Tageschart mal anschauen, hier an dieser Stelle sehen wir es. Wartet mal, ich bringe es mal ein bisschen mehr ins Bild. Sehen wir, was passiert ist. Hier hat sich tatsächlich untergeordnet ein Aufwärtstrend gebildet, der weiterhin, sage ich mal, korrektiv unterwegs ist, in Anführungsstrichen korrektiv zu dieser heftigen Abwärtsbewegung hier, ne? Wir haben es ja gesehen, dieser große Kurssturz von um die Marke von 1,32 im Hoch auf die 1,14 nach unten. Jetzt läuft der Markt hier hoch. Er hat sich jetzt mal kurzfristig entschieden, über diesen Tingelbereich hier, also über dieses Zwischenhoch drüber zu laufen, um die 126,480. Ah, da ging es ja ewig hin und her, hier unten zwischen 121,6 und oben 126, knapp 5. Da sind wir jetzt drüber gelaufen, das war Support, ja, aber da sind wir einfach durchgefallen. Jetzt wird es natürlich interessant, wie es hier ausschaut. Schaut mal, wenn wir uns das Ganze auf Tagesbasis anschauen. Wenn aus dieser Kerze, wo wir den Schatten momentan auf der Unterseite sehen, tatsächlich eine Umkehrkerze wird, also eine Long-Umkehrkerze, ja, mit Bezug auf Kontext diesen Aufwärtstrends, den wir hier nach oben laufen haben, dann haben wir schon die Chance, hier über das Hoch bei 128,13 drüber zu steigen und den Weg Richtung 132 in Angriff zu nehmen. Dazu muss aber nach unten oder von unten einiges kommen. Das heißt, der Kaufdruck muss steigen, um das Ganze nach oben zu schauen. Nach unten hin haben wir ein paar Marker liegen. Wenn wir uns den Chart hier mal auf Tagesbasis angucken, in größerem Bild natürlich Luft nach unten frei hier in die 123,65 rein, beziehungsweise in den untergeordneten Zeiteinheiten, da sieht man es dann, wo auch noch Marker sind. Und das wäre dann sozusagen hier dieser Bereich um die 123,65, beziehungsweise die Marke um die 125. Und das wird interessant. Was wir gestern gesehen haben, war der starke Schub nach unten, jetzt so ein bisschen Gegenbewegung, aber wenn wir hier tatsächlich einfach hier
unten durchfallen unter die 125, unter die 1,25, 4, ja, dann haben wir ganz klar die Sache, wir haben hier den Markt nach unten trenden und dann nehmen wir die nächsten Marker in Angriff. Also das ist jetzt sehr, sehr interessant zu sehen, wo wir reinlaufen. Wichtigerweise muss man auch sagen, dass dieser Bewegungstrend, der hier nach oben gelaufen ist, der ist definitiv rausgenommen. Da gibt es also nichts drüber zu reden. Die Frage ist jetzt halt nur, gibt es einen Gegentrend oder läuft der Markt wieder in Richtung des übergeordneten Trends? Und das ist die interessante Geschichte und das wird sich jetzt relativ zeitnah entscheiden. Marker, wie immer, ich habe es gerade gesagt, fallen wir hier unter das Zwischentief. Nächste Punkte nach unten 1,25 bzw. 1,2365 im größeren Rahmen mal planbare Punkte. Auch wenn die Vola so hoch bleibt, ist das durchaus möglich. Dreht der Markt allerdings vorher wieder rum, dann wird es interessant, was passiert hier oben an diesem Bereich um die ehemalige Unterstützung bei 1,2648 bzw. wenn wir darüber hinauslaufen sollten, hier, dann haben wir den Weg nach oben hin bei 1,283 und ich denke auch hier in diesem alten Drehlevel, wo wir lange Zeit gehadert haben, um die 1,27 2025, das wird auch nochmal etwas sein, was man durchaus auf der Uhr mit haben kann. Und diejenigen von Ihnen, die sich mit dieser starken Abwärtsbewegung hier beschäftigen und sich sagen, wenn wir hier tatsächlich eine Korrektur sehen sollten, die gucken einfach mal, wir haben jetzt hier den 4-Stunden-Chart offen, dann nehmen wir mal als Kontext zusammengesehen die 15 Minuten hinten dran. Und da sehen wir nämlich das, was wir gerade hier schon im Markt gesehen haben, hier im kleinen Bild trenden wir nach oben. Ja, und wenn sich dieser Aufwärtstrend nach oben hin fortsetzt, dann haben wir schon gute Karten nach oben zu reinzulaufen. Und da können wir hier, das ist die Abwärtsbewegung hier, vom Hoch da oben bei 1,2813 bis nach unten hin um die 1,2545. Wenn wir das, die Gegenbewegung starten, dann sehen wir, erster Anlaufpunkt, den wir auf der Oberseite haben, wäre mal hier dieses Bruchlevel um die 1,26,3. Das ist also dieser ehemalige Supportbereich, der hier unten anfängt. Und wenn wir uns dann weiter nach oben orientieren wollen, der mag tatsächlich den Anlauf da oben schaffen, dann können wir uns schön an den Trendhochs hier, an den Korrektur oder an dem Hochs dieses Trends, der hier nach unten gelaufen ist, orientieren und das hätten wir die Marken von 1,268 in etwa, 1,27, nur ja, knappe 2 hier oben und dann haben wir hier oben noch die 1,2753 liegen. Also da sind einige Punkte da, die man rannehmen kann und aus diesem Grund durchaus auch machbar. Schaut in die kleinen Zeiteinheiten rein und da wird man sehen, wo es hier entsprechend losgeht. Also immer schön an den Markt anpassen und die Zeiteinheiten bitte auch immer zum Kontext dessen wählen, was man gerne traden möchte. Ja, dann würde ich sagen, bevor ich auf die Indizes raufgehe, noch kurz den Währungswunschmarkt. Und zwar Währungswunschmarkt haben wir heute bekommen. Britisches Pfund, japanisches Yen. Auch das schaue ich mir natürlich sehr, sehr gerne an. Hier sehen wir weiter die Korrektur. Wir gucken uns das Ganze zuerst mal auf Tagesbasis an. Wir sehen hier auf Tagesbasis diesen sehr, sehr, sehr starken Aufwärtsschub. Ja? Und hier an dieser Stelle sehen wir ja auch, dass sich so eine Phase durchaus mal tiefer ausdehnen können. Wir haben momentan sehr, sehr hohe Volatilitäten. Und das, was wir hier in diesem Tageschart jetzt sehen, man kann es im Hintergrund auch gut erkennen, wenn ich das mal größer zoome, wir korrigieren momentan die Abwärtsbewegung oder die, nein, entschuldigt, wir korrigieren momentan die deutliche Aufwärtsbewegung innerhalb eines doch sehr, sehr steilen Trendkanals nach unten. Also der Winkel hier, der ist schon nicht von schlechten Eltern, der hier kommt. Das heißt, daran sieht man an diesen wirklich sehr steilen Winkeln, dass man einen sehr, sehr starken Abgabedruck hat. Also je nachdem, wie sich der Winkel verändert, je steiler so ein Winkel ist, je höher ist entsprechend der Druck auf den Markt. Das heißt, hier geht es natürlich der Abgabedruck von oben entsprechend nach unten. Interessant ist allerdings, was wir hier sehen im größeren Bild. Schaut euch das mal an, wenn man sich das mal anschauen möchte, hier, das geht es nach oben, hier hatten wir die Korrektur gesehen und jetzt die Bewegung nach oben, da könnte sich durchaus jetzt ein größerer Aufwärtstrend formieren, den man auf der Uhr haben kann, das heißt auch hier ist es wichtig, den Kontext richtig zu haben. Und da sehen wir jetzt an dieser Stelle natürlich einen deutlichen Fortgang der korrektiven Phase. Wir sind weit über 50% gegangen auf der Korrekturebene, wo wir rangekommen sind, wo die Bewegung abgegangen hat, bis zum Hoch. Ja, da sind wir weit reingelaufen, also wir sind schon über die Mitte drüber. Es ist noch Luft nach unten, wenn man es mal so sieht. Wir haben hier unten noch einen Drehbereich um die 133 in etwa. Und dann hier das Trendtief, also Potenzial ist durchaus noch da. Aber
rein von der Verortung her sollte man sich jetzt hier, wer dieses Währungspaar auf der Oberseite traden möchte, schon auf die Lauer legen, um den Markt nach oben rumzudrehen. Ich lege mir das auch mal hin. Vielleicht wird es tatsächlich auch jetzt eine echte Handelsidee für Anfang nächster Woche. Mal sehen, wie sich der Tag heute auch so macht. Aber wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hier, das ist mal der 4-Stunden-Trend, den sehen wir schön nach oben, von oben nach unten lauern. Aber wer sich das Ganze mal anschaut, die Trendverläufe sind halt wichtig, ne? Und wenn wir jetzt hier sozusagen, ich raff's mal kurz ein Stück zusammen, wenn wir uns diesen Trendkanal jetzt mal etwas enger ranziehen und wirklich hier unten so grob auf die Tiefs unten rannehmen und oben ransetzen und das Ganze mal nach oben ranziehen, wo wir hier laufen, dann haben wir schon gut und gerne, sag ich mal, die Chance, aus diesem Kanal auszubrechen. Und wenn wir jetzt aus diesem Kanal nach oben ausbrechen, aus der jetzigen Situation, haben wir dann, wenn wir irgendwo rauskommen aus dem Ausbruch, wenn wir vor diesem Tief hier unten rumdrehen, dann haben wir ein höheres Tief. Und wenn wir dann hier oben drüber fliegen, dann haben wir erst einmal in der Stunde wieder einen Aufwärtstrend. Und das passt dann schon zum Kontext des Tages mit dieser Aufwärtsdynamik. Und wenn das dann kommt, dann haben wir den weiteren Fortschritt. Und wenn wir da nach oben trenden, dann können wir die Obermarken aufnehmen. Und zwar hier in diesem Kontext sozusagen auf der Oberseite die 137,4 in etwa, hier oben die 138,24 und das Trendhoch. Das ist sehr, sehr, sehr interessant. Wie schon gesagt, wenn wir die Umkehr bekommen. Aber das ist ja das Gute, wir können hier zuschauen und uns auf die Lauer legen. Also es schaut gar nicht so schlecht aus, wenn wir hier tatsächlich ein Umkehrsignal bekommen aus der Korrekturtiefe heraus, ist das interessant. Das sind die Dinge, die dann durchaus ab und an mal funktionieren. Und hier in diesem Kontext kann man das Ganze auch sehen. Ich spreche ja nachher mal so ein bisschen drüber, noch über das Thema der entsprechenden Währungen, wie man das Ganze erkennen kann, wo eine starke oder eine schwache Währung aufeinander trifft, so die Richtungen auch mit anzuschauen, das wäre schon interessant. Aber wie schon gesagt, das blicken wir uns gleich mal in Kürze an. So, ich hoffe, das hat gepasst. Die Frage ist gut beantwortet und wir machen jetzt den Schwung zu den Indizes, beziehungsweise wir gucken uns jetzt erst nochmal, bevor wir uns die großen Indizes anschauen, gucken wir uns nochmal das Währungspaar Euro-US-Dollar an. Da hatte ich ja auch gesagt, das ist auf alle Fälle mal einen Blick wert, wenn wir uns das Währungspaar mal anschauen. Ich habe gestern ein bisschen Research gemacht und da bin ich auf einen Chart aufmerksam geworden von Nautilus im Euro-US-Dollar. Auf den bin ich aufmerksam geworden. Da hat mich auch der Markus Koch ein bisschen mit draufgebracht, das langfristige Bild mal mit anzuschauen. Weil diejenigen, die hier immer mit zuschauen, die wissen ja auch, der Seidel guckt sich gerne auch mal die großen Bilder an. Und wenn wir uns die großen Bilder hier anschauen, dann sehen wir auf Wochenbasis entsprechend schon, dass der Markt mittlerweile nicht wirklich nach unten will. Ja, wir haben es ja oft genug gehabt, wenn ich das mal etwas zusammenraffe, dass wir, sagen wir mal, die Dynamik durchaus vermissen. Wenn wir mal schauen, was hier passiert ist im Euro, hier unten, schaut mal, dieser Bereich unten um die 1,04, 1,05, der wurde hier harsch verteidigt. Da ist es nicht zu tieferen Marken gekommen und ich weiß, es gibt ja immer wieder die Leute an den Märkten, die sagen, Leute, wir sehen den Euro bald in der Parität zum US-Dollar. Ich weiß nicht, ob das kommen wird, aber wenn ich mir mal anschaue, was hier so passiert an dieser Stelle, dass wir von hier unten rausgekommen sind und wir jetzt hier in diesem Bereich durchaus Ambitionen finden, nach oben rauszulaufen, das ist schon, muss ich sagen, ein Mittel, wo ich sage, es könnte durchaus sein, dass wir hier nach oben bringen. Ich will das Bild mal ganz kurz zeigen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, hier in diesem Kontext. Das ist mal sozusagen der Monatschart, den wir hier haben, vom Euro-US-Dollar auf Monatsbasis. Und wenn wir uns da mal den langfristigen Kontext anschauen, dann sehen wir halt, dass es gerade, jetzt muss ich mal kurz gucken, in der Vergangenheit immer wieder Phasen gab, wo wir stark abgefallen sind und danach stark nach oben gelaufen sind. Und wenn wir uns den Kontext jetzt mal anschauen, das könnte durchaus so weit kommen, dass wir jetzt wieder nach oben drehen. Und das passt so ein bisschen in das Bild rein. Danke übrigens Markus Koch für den Hinweis, dass wir hier durchaus umdrehen können. Und das ist echt hochinteressant, rein von der Verortung, wo wir jetzt sind. Weil, jetzt mache ich das Bild mal kurz ein bisschen größer, das Level, in dem wir sind, ist hochinteressant, ist sehr, sehr spannend. Und zwar aus zwei verschiedenen Gesichtspunkten. Ich muss jetzt mal kurz den Stift wieder anmachen. Mal kurz noch eine andere Farbe wählen. Ich nehme jetzt hier mal, ich nehme einfach mal Rot. Ja? Rot ist eine schöne Signalfarbe. Schaut euch mal an.
was wir hier haben. Wir haben hier durchaus einen sehr, sehr fetten Drehbereich, ja, den der Markt hier immer wieder abverkauft hat. Also wir sind hier in den Widerstandsbereich immer reingelaufen. Die Marke von 1,13,8 in etwa wurde hier immer wieder angenommen. So. Und wenn wir jetzt aber mal schauen, was hier passiert ist, wir sind jetzt hier durchaus mehrfach hochgelaufen. Schaut mal, hier sind wir erstmals drüber gelaufen. Dann kam der Abverkauf, ganz klar. Hier sind wir jetzt zum zweiten Mal drüber gelaufen. Und klar, kurzfristig, wir sehen jetzt hier auch wieder den Abverkauf. Nur was mir hier an dieser Stelle einfach auffällt, ist Folgendes. Nach diesen Abverkäufen hier haben wir eine Aneinanderreihung von fallenden Tiefs gesehen. Ne? Wir haben immer neue Tiefs geschrieben. So, was jetzt hier allerdings passiert ist, wir sind von oben runtergelaufen und haben jetzt hier, bilden wir so eine Art, ich würde mal sagen, gigantisches Dreieck, auch mit einer sehr, sehr starken Hochlauflinie. Und das wird interessant jetzt zu beobachten, ja. Also man muss hier flexibel sein, aber die Veränderung auf das große Gesamtbild, die könnte durchaus jetzt dazu führen, dass wir hier über diese Marke von, ich sag mal ganz grob, ja, in diesen großen Bildern reden wir jetzt einfach mal, wenn wir hier über diese 1,13,9 drüber laufen und zwar ordentlich, dann haben wir schon die Dynamik zur Oberseite hin. Und was sind denn die nächsten Anlaufpunkte dann? Dann könnten wir durchaus hier relativ flott oben reinlaufen in die Marke von gut 119. Dann haben wir hier noch dieses große Level hier um die 116. Also da ist Potenzial nach oben da. Und wenn wir das dann rausnehmen, dann könnte das durchaus dazu führen, dass wir relativ schnell hier oben in diese Bereiche reinlaufen. Hier. Da haben wir doch die Marke auch drin liegen, oben die 120, 122, 126, 122. Das sind Marker, die sind durchaus langfristig. Ich rede jetzt hier nicht von den nächsten 14 Tagen, sondern langfristig auf der Uhr. Und das ist jetzt allerdings ein sehr, sehr guter Zeitpunkt für uns Trader. Ich habe das Ganze ja schon mal gesagt. Ich habe den Euro-US-Dollar oben am Umkehrpunkt vor ein paar Jahren angefangen zu traden und nach unten gedreht. Das heißt, ich habe den Riecher gehabt bei Kursen von über 1,35. Hier auf die Short-Seite zu wechseln. Wenn wir jetzt hier unten wieder so eine Umkehr sehen, und zwar auf die Long-Seite, und wir dann langfristig nach oben laufen, dann ist da schon einiges an Potenzial im Long-Term-Bereich mit da. Und das ist hochinteressant, wenn wir hier tatsächlich jetzt die Chance ergreifen und die EZB bzw. die gesamte EU sich in der Wirtschaftskrise, die wir jetzt haben, beziehungsweise aus dieser gesamten Situation, wo wir sind, zu verändern und in die richtige Richtung zu bewegen, das wäre echt extrem spannend zu sehen, wenn wir hier möglicherweise deutlich besser aus der Krise kommen, die EZB ihre Bilanz deutlich besser managt als die USA, zum Beispiel weniger Schulden macht, die Bilanz weniger aufbläht. Das sind ja Dinge, die den Euro eher stärken gegenüber dem US-Dollar, als ihn zu schwächen. Und das ist interessant. Und dann sollten wir durchaus auch Potenzial zur Oberseite haben. Also das bitte im Blick haben und das Ganze auch mit da haben. Und hier den Fokus halt nicht nur rein technisch legen, sondern auch ein bisschen die Finanzmarktdaten bzw. die fundamentalen Daten auf die Uhr legen. Und wenn wir hier tatsächlich fundamental uns ein bisschen besser entwickeln als die USA, dann haben wir durchaus Chancen, weiter nach oben zu laufen. Und das sollten wir auf der Uhr haben. Also das ist wirklich mal das Long-Term-Bild. Bitte nicht vergessen, das ist jetzt nichts, was wir in den nächsten 2 Wochen entschieden bekommen. Wir können durchaus weiter deutlich nach unten laufen, wenn wir uns den Wochenchart mal anschauen. Ne? Wir sehen es ja hier. Sollten wir hier oben wieder eine Abverkaufskerze bekommen und unter das Wochentief drunter laufen, dann haben wir hier schon die Chance, der nächste Punkt hier, knapp die 1,11,5 bzw. darunter das Ausbruchslevel etwas um die 1,10 mit anzulaufen. Alles überhaupt kein Problem, ist ja da und deswegen gucken wir kurzfristig auch mal auf den Euro drauf, wenn wir uns das Ganze im Tageschart mal anschauen und da sehen wir auch relative Stärke in diesem Bezug, dass wir hier doch deutlich hochgelaufen sind und jetzt auf relativ hohem Niveau verharren. Und das ist wirklich interessant. Und wenn wir hier tatsächlich über dem Wochenhoch, also über dem Wochentief dieser Woche bleiben und der Markt eher die Oberseite sucht, dann wäre das durchaus das positive Potenzial oder das Potenzial, das Ganze zur Oberseite hin mit rauszunehmen. Ich bin da auch mal gespannt, was der Markt heute macht. Möglicherweise gibt sich da für Montag auch eine schöne Trading-Situation, aber wenn wir tatsächlich hier nach oben wieder fliegen, das heißt von unten rauskommen, dann haben wir schon gute Karten, erst einmal hier Richtung knapp 1,15 drüber zu laufen. Das hatte ich ja schon mal angekündigt und das bleibt dann durchaus interessant. Also wir sehen den Euro möglicherweise in einer starken, breit angelegten Umkehrphase und wenn sich das Ganze nach oben aufbaut, dann könnte man schon durchaus bald die mittelfristige Seite auch wieder deutlich mehr zu den Bullen sehen und eher Kurssteigerung gegenüber dem US-Dollar sehen. Das wäre
Auf alle Fälle mal etwas, das man durchaus auf der Uhr haben kann. Aber wir wissen, wir Trader müssen flexibel sein. Wenn der Markt was anderes spielt, dann spielt er was anderes und gut ist. Also das ist der Blick in den Euro-US-Dollar. Und dann, wie mache ich das jetzt am besten? Nein, wir gehen erstmal auf die Indizes ein und dann gehe ich nochmal eben kurz auf die Währung ein. Ich hoffe, wir schaffen das heute. Aber wenn ich so viel laber, wie ich das momentan mache, könnte das heute bald knapp werden, sodass wir das zweite Thema für heute wahrscheinlich auf die nächste Woche schieben. Aber das soll auch kein Bein sein, weil wir wollen ja hier entsprechend auch Trading-Ideen finden. Und da gucken wir uns jetzt zunächst mal den DAX an, unseren Heimatindex, und auch mal zu schauen, wo wir sind. Wir haben ja die DAX-Besprechung diese Woche auch schon immer mal gemacht. Da auch mal eine Frage an die Community hier an dieser Stelle. Gebt mir einfach bitte mal eine Rückmeldung, wie das gefällt. Ob das interessant für euch ist, wenn ich das regelmäßig öfter bespreche, wenn wir öfter mal auch einen DAX-Fahrplan machen oder einen Fahrplan für den DAU. Bitte mal rein, gerne auch ein bisschen konkret, was ihr euch wünscht. Nicht nur sagen ja oder nein, sondern auch mal sagen, ja, hey, geil, schau mal bitte ein bisschen öfter auf den DAX oder guck uns mal interessante Marker hier im DAU für die Handelsvorbereitung mit an, weil das die Indizes sind, die die Deutschen auch gerne traden. Und wenn ich das weiß, dann kann ich neben den Währungen natürlich sehr, sehr gerne auch mal ein bisschen auf die Indizes schauen. Ich trade das Zeugs ja selber. Ich bin ja auch im Aktientrading unterwegs. Das heißt, wir haben ja hier viele Facetten im Trading und Währungen machen halt auch gigantisch viel Spaß. Und die sind halt auch Bestandteil eines vernünftigen Portfolios, also auch einer vernünftigen Portfoliomischung. Und deswegen spielt hier so ein Index natürlich auch eine Rolle. Also, ich würde mich freuen, wenn wir das Ganze hier sehen, einfach mal ein paar Rückmeldungen bringen, gerne auch per E-Mail an mich über die Expertenseite bei Tickmill. Das ist alles möglich. Also rein bitte in die Chats, da weiß ich dann auch deutlich besser Bescheid, was hier meine Zuschauer wollen und die Community wächst ja, das passt. Da, ich krieg schon, das ist echt cool. DAX, Nasdaq, DAU, immer wieder gern gesehen. Das ist sehr, sehr schön. Ich freue mich darüber. Und übrigens, wo wir gerade bei dem Thema sind, die Sachen auch zu traden, Leute, macht ruhig auch mal den Marktvergleich. Schaut euch mal an, was so die Konditionen sind und schaut euch mal die Konditionen von Tickmill an. Das ist hochinteressant, wie kompetitiv die sind. Bitte macht das einfach mal und rechnet selber, weil ich kriege ja auch immer wieder Anfragen, was man bei der Wahl des Brokers beachten soll. Und da sind Spreads und Commissions eine Riesensache und auch die Preisstellung, die sind wichtig. Und das vergleicht einfach mal bitte. Da kann sich jeder selbst ein Bild machen, was ich damit meine. So, jetzt zurück zum DAX. Ich bekomme gerade DAX und DAU, die Widerstände und Unterstützung. Das ist immer interessant. Na klar, das bringe ich sehr, sehr gerne mit rein. Danke für die Rückmeldung. So, jetzt gucken wir aber mal auf den DAX. Wir haben ja über den DAX gesprochen und wir haben auch schon gesagt, wo interessante Anlaufmarker sind. Deswegen habe ich hier mal mit Absicht die Charthistorie drinnen stehen und wir gucken uns den Trendverlauf mal an. Hier in diesem Trendverlauf, da sehen wir natürlich ganz, ganz klar, wir sind hier äußerst stark nach oben gelaufen. Das heißt, sowohl im größeren Kontext, also das wäre dieses Bild, wartet mal, ich ziehe mal kurz hier die Linie noch mit rüber. Also das wäre zum einen natürlich dieses Bild, das ist der größere Kontext, also hier auch im Tageschart, da fließen verschiedene Trendgrößen auch ineinander. Das ist etwas, das diejenigen, die mir zuschauen, die schon mal in Ausbildung bei mir gewesen sind, die wissen, was ich damit meine. Die, die es noch nicht wissen, es gibt im September die nächste Ausbildung. Wer da was zu wissen will, gerne mal bei mir melden. In diesem Kontext zusammen, da suche ich natürlich immer wieder nach potenziellen Stellen, ne? Das heißt, wie ein guter Kaufmann, der an guten Stellen sozusagen Dinge günstig kauft, wo er weiß, es gibt auch Käufer dafür. So wie der sich auf die Lauer legt, lege ich mich hier auch regelmäßig auf die Lauer bei den Chartanalysen. Und da war halt der interessante Bereich Nummer 1 erst einmal hier. Schaut euch mal an diese Marke hier um die 11.850 Punkte. Das war hier im kleinen Kontext in der letzten Bewegung ein Ausbruchslevel. Und wir haben ja gestern gesehen einen heftigen Abverkauf. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir nach so einem Tag wie gestern zum Wochenabschluss auch mal eine deutliche Gegenbewegung sehen. Sowohl bei den DAX als auch bei den US-Indizes. Und wenn wir mal sehen, an welcher Stelle jetzt hier wieder Kaufinteresse reinkommt, ist das Ganze schon sehr, sehr interessant. Weil wir haben ja hier an dieser Stelle natürlich jetzt nur eine Korrektur gesehen zu dem starken Kursanstieg von DAX. Und diese Korrektur könnte unter Umständen jetzt zumindest mal kurzfristig auf eine Gegenwehr stoßen. Wenn wir hier auf Tagesbasis ein Umkehrsignal bekommen, was dann nächste Woche bestätigt wird, das wäre dann der nächste gute Schub nach oben. Aber das Ganze jetzt mal im Kontext zu sehen hier auf dem DAX, wir gucken uns das Ganze mal in der Stunde an.
Beim DAX schaue ich übrigens nicht in die 4 Stunden. Da gucke ich mir immer nur die Stunden an, in den kleineren Zeitrahmen. Das ist ein bisschen anders als von den Währungen. Ich habe im DAX so ein bisschen besseres Marktgefühl, wenn ich mir den Stundentrend entsprechend anschaue. Deswegen gucke ich hier eher in die Stunde rein. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, schaut hier, ich raff's mal kurz zusammen. Wir gehen gleich in die Weite rein, aber hier haben wir durchaus Chancen, was nach oben hin zu bewegen. Das heißt an dieser Stelle, das war der massive, heftige Abverkauf nach unten. Zu diesem letzten Schub sehen wir jetzt hier an dieser Stelle ja erstmal nur die Gegenbewegung. Ja, der ein oder andere Trader wird sich sagen, na gut, hier entwickelt sich jetzt eine bärische Flagge. Wenn die nach unten zerbrochen wird, dann geht es weiter nach unten. Absolut korrekt. Wer das so sieht, der liest den Chart absolut richtig. Das ist voll und ganz in Ordnung. An der Verortung, wo wir jetzt allerdings sind, gibt es halt wieder auch diese zwei Chancen. Ja, zum einen natürlich hier jetzt nur eine bärische Gegenbewegung und dann den Bruch nach unten und dann orientieren wir uns wieder zur Unterseite und da können wir auch schöne Level sehen. 11.500 wäre dann mal der nächste Anlaufpunkt zur Unterseite. Wenn es allerdings nicht dazu kommt und wir den Weg nach oben sehen, dann bekommen wir halt das Umkehrsignal auf Tagesbasis. Und wenn wir das bekommen, dann können wir uns relativ schnell wieder nach oben orientieren. Und da rutsche ich mal kurz etwas näher ran. Und da sehen wir es nämlich, der Markt trendet hier schon leicht nach oben, auch wenn das nicht so schick aussieht, wie jetzt hier das gezeichnet wird. Wenn wir uns das Ganze mal kurz in den 15 Minuten anschauen, dann sehen wir es schon. Schaut hier, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur und jetzt nach oben. Also, wir sind hier in einem kleinen Aufwärtstrend drin und der hat durchaus seine Chancen, nach oben zu laufen. Wenn wir im kleinen Kontext gleich mal noch bleiben, dann zeige ich es auch gleich mal an, wo wir reingehen können. Schaut mal hier oben, die Marke von 12.150 Punkten ist ein starkes Verkaufslevel gewesen. Das ist durchaus ein Anlaufpunkt und dann natürlich unten drunter etwas um die 12.100 und die, sage ich mal, wichtige Marke um die 12.000 Punkte. Die wichtige Marke von 12.000 Punkten ist das psychologische Level. Wenn wir uns darüber stabilisieren könnten, wäre das ein guter Ausgangspunkt für Kurszuwächse am heutigen Tag für die Oberseite. Das heißt, wenn wir uns den heutigen Fahrplan mal anschauen und wir durchaus eine gute Gegenbewegung sehen, kurzfristiger Anlauflevel 12.000 Punkte, 12.100, 12.150, das sind mal die Marker. Wenn wir das wegwuppen, dann 12.200, also hier obendran der nächste Schub nach oben hin, da sind wir knapp bei 12.200 Zählern. Und dann hier oben dieser Bruchbereich, den wir auf der Tagesbasis auch gesehen haben, den haben wir hier oben ja schon etwas gesehen. Und zwar Bruchbereich hier auf dieses Level hier oben, wo wir diesen Zacken nach oben hatten, wo wir im Februar diesen starken Abverkauf gesehen haben, die Marke von 12.280. Also das sind bei starkem Kaufinteresse durchaus Marken, die wir sehen können. Wir brauchen aber den Weg nach oben. Das ist sehr, sehr wichtig. Sollten wir den nicht bekommen, dann kommt das ins Spiel, was ich jetzt auch gerade schon angekündigt hatte, dass wir hier sozusagen die korrektive Phase nur in so einem leichten, sage ich mal, Trendkanal nach oben sehen. Also das hier eher in Richtung bärischer Flagge. Und wenn die nach unten durchbrochen wird, das wäre dann natürlich schwierig für die Long-Seite. Dann sollten wir uns eher zur Unterseite orientieren. Aber da müssen wir einfach mal so ein bisschen schauen. Wie schon gesagt, mit Blick auf das große Bild haben wir jetzt aus diesem Korrekturstadium schon die Chance, wieder nach oben zu laufen, Richtung 13.000 Punkte. Kommt sie aber zum weiteren Abverkauf, dann ist auch in Bezug auf die letzte starke Aufwärtsbewegung hier noch einiges an Potenzial zur Unterseite da. Das heißt hier, wenn wir tatsächlich unter die 11.5 drunter fallen sollten, wäre mal der nächste Anlaufpunkt hier diese Sache um die 13.000, um die 11.338 Zähler, als sich der Trend hier entsprechend fortgesetzt hat. Der grüne, das ist das, was dort auf der Uhr liegt. Da müssen wir mal so ein bisschen abwarten, was bei kommt. Auch da gibt es von mir Montag bzw. im Research am Sonntag definitiv wieder ein Update, weil das wird sehr, sehr spannend, was wir hier sehen, wie es weitergeht im großen Bild. Wie schon gesagt, den Tagesfahrplan haben wir jetzt erst einmal da, zur Oberseite und zur Unterseite und das Ganze ja für die nächste Woche. Ich glaube, das nehme ich mir am Sonntag nochmal zur Brust. Dafür ist momentan einfach viel zu viel Bewegung in den Märkten. Und wenn wir einfach mal sehen, was hier passiert ist, es hat sich ja jetzt an den Märkten nichts Gravierendes geändert. Ja? All das, was wir um Corona sehen, all die wirtschaftlichen Situationen, die haben sich ja seit gestern nicht verändert. Das ist ja alles gleich. Das waren einfach, in meiner Meinung nach, einfach mal ein paar Gewinnmitnahmen. Der Katalysator war die Pressekonferenz von Powell. Danach kam richtig Bums von oben nach unten. Und damit ja, ist das Ganze mit der Bazooka nach unten geballert worden. Und wenn jetzt der Druck weg ist, können wir auch relativ flott wieder nach oben laufen, weil an dem gesamten Grundsystem hat sich nichts geändert. Das billige Geld ist weiterhin da. Also es würde mich persönlich wirklich nicht wundern, wenn wir hier relativ schnell wieder nach oben laufen. Aber ich habe auch immer
die Vorsicht mit im Blick, wenn wir mal sehen, wo die Märkte stehen und wie die wirtschaftliche Phase ist. Das passt nicht ganz zum Kontext. Da wurde ja wirklich auch die Frage in der PK gestellt, ob oder wie sozusagen die Abkopplung vom Aktienmarkt von der Realwirtschaft gesehen wird. Also das Ganze sehen wir und das Ganze sehen wir auch momentan im DAX. Und damit schalten wir mal rüber zum S&P 500. Und im S&P 500 gilt prinzipiell mal das Gleiche wie das, was ich gerade für den DAX erzählt habe. Ja, wir sehen oder wir haben diesen Abverkauf gesehen. Mir fehlen da manchmal wirklich die Worte. Es ist heftig. Also die Daytrader, die haben gestern Party ohne Ende gemacht. Das ist echt heftig, was hier abgegangen ist. Und wenn man auch gesehen hat, wie gut das Umkehrsignal sichtbar war in den Märkten. Wahnsinn, irre. Wenn man sich das Ganze auch mal beim Dow anschaut, guckt euch das mal an. Der Dow, der stand am Mittwoch noch bei 27.100 Punkten, im Hoch sogar bei 27.400. Und der steht jetzt aktuell bei 25.500. Das muss man sich mal vorstellen, was das für Schwankungsbreiten sind. Crazy, guys, absolut. Aber wir sehen halt auch, wo wir zum Stehen kommen. Ja, wenn wir uns das Ganze im Dow mal eben schnell mit anschauen wollen, guckt mal hier unten dieses Level, was wir da haben. Dieses hier, das ist das Schwunglevel unten drunter, das untergeordnete. Hier, schaut mal, das ist der Bewegungstrend. Das war das Korrekturtief vom Bewegungstrend. Und der Dow hat jetzt einfach mal hier in ein paar Tagen, gestern den Großteil davon, die letzte Bewegung korrigiert. Guys, so what? Wir sind in einem Aufwärtstrend. Und wenn er das machen will, soll er es machen. Und jetzt wird es halt wichtig, baut eine Strategie, wie ihr auch die Longseite wieder bespielen könnt. Das heißt, wenn wir hier tatsächlich von unten rauskommen, beide Dips sozusagen an den Märkten sehen, dann haben wir gute Chancen, jetzt hier reinzukommen und nach oben zu laufen, wieder Richtung der Hochs, die wir hier gehabt haben, bei 27.500 Punkten. Das sind richtig geile Chancen. Und wenn wir uns das Ganze jetzt im S&P mal anschauen, Dito, genau das Gleiche. Schaut es euch doch mal an. Hier, wo sind wir zu stehen gekommen? Hier in einem wichtigen Schwunglevel. Ich zoome es mal ganz kurz ran. Bevor wir die Seite, wie wir von oben nach unten gekommen sind, näher beleuchten, möchte ich an der Stelle einfach mal sagen, wie man sich hier die Strategie für einen Umkehr baut. Und da sind wir momentan mitten bei. Schaut mal, wo sind wir rumgedreht? Wir sehen es gleich auch im Stundenchart. Wenn wir uns mal den Schwungbereich, die Schwungbereiche des Weges nach oben auch ansehen, dann sehen wir sind in einem interessanten Level angekommen, hier um die 3000-Punkte-Marke. Da haben wir hier drüben Käufe gesehen und da scheinen wir jetzt wieder Käufer in den Markt zu bekommen. Heißt also an dieser Stelle hier, wenn wir uns das mal im Stundenchart anschauen, raffe ich mal kurz zusammen, da sehen wir hier, Moment, da haben wir ein ordentliches Korrekturtief in den Märkten. Das wurde gesucht. Und dieses Suchen scheint jetzt wieder in Gang zu kommen, dass dieses Level wieder gesucht wurde und wir hier wieder eine Umkehr bekommen. Chancen dafür haben wir auf alle Fälle. Und wenn wir mal sehen, wie weit diese Bewegung auch nach oben laufen können, ja, dann sehen wir halt auch, wenn ich das Ganze mal näher ranhole, hier, guckt euch das mal an, da hier um die Marke von 3.121, da war kurz ein Luftholen und dann hat der Markt richtig, richtig zum Abgabedruck angesetzt. Und das ist ein Level, das können wir im Kurzfristbereich durchaus erstmal bei den hohen Volatilitäten relativ flott anlaufen. Und wenn wir das dann sehen, den Weg nach oben einschreiten. Ob das heute passiert, keine Ahnung. Ob der Markt wirklich richtig rumdreht, keine Ahnung. Aber die Chancen, die sind auf alle Fälle da, die Oberseite zu bekommen. Das heißt, für all diejenigen, die jetzt nicht investiert sind, bitte einen Plan machen, wie das Ganze ausschaut. Mein Lieblingssetup, das sieht immer so aus. Ich zeichne euch das mal ganz kurz ein hier. Stift an. Mein Lieblingssetup sieht so aus. Sobald ich hier einen Aufwärtstrend habe, Feuer frei, dann geht es rein, weil dann läuft die Stunde wieder in Richtung des Tages und dann haben wir wieder den Weg nach oben da. Das ist das, was ich sozusagen sehen möchte, ja, und das ist das, was ich an den Märkten dann entsprechend spiele. Das ist die Strategie, die ich habe, um nach starken Abwärtsdruckszenarien wieder in den Markt reinzukommen. Das ist das eine. Und da gucke ich mir gerne auch die Stunde an, weil für die Swing Trades, die ich mache, ist es mir nicht so wichtig, was in den 5 Minuten passiert. Da will ich es wirklich im größeren Bild sehen. Weil das, was wir hier sehen, wenn wir uns das mal in den 5 Minuten noch anschauen, wir haben hier schon einen astreinen Aufwärtstrend. Der ist voll und ganz da. Dumm ist halt einfach nur, dass dieser Abwärtstrend gebrochen wurde und wir danach wieder einfach nach oben laufen. Ja, da ist mir das Hickhack hin und her zu klein für meine Swing Trades.
Aber die kurzfristig agierenden Trader, die müssen auf diese kleinen Zeiteinheiten schauen. Die suchen sich aber auch nicht so einen Kontext wie ich, dass ich meine Ziele einfach mal 200, 300 Punkte höher suche. Das ist dann natürlich Käse, das macht man nicht. Da schaut man dann wirklich eher in die kleineren Bereiche und sucht sich die Anlauflevel. Ja? Und wenn man mal sieht, wo der Markt hier oben rumgedreht ist, ja, von oben her, dann sieht man halt auch, wo der Kontext herkommt. Schaut mal, hier war ein Zwischenhoch, wo sind wir rumgedreht, genau da oben und da kam es erstmal zum Bruch nach unten. Und wenn wir das jetzt rausnehmen, wäre das in diesem Kontext auch wieder positiv zu sehen, weil wir dann wieder schön nach oben laufen. Hier das Ganze in den kleinen Zeiteinheiten von der Verortung, wo wir gerade sind, mit der Chance zur Oberseite. Und jetzt hatte ich ja gesagt, ich hatte das ja in dem kleinen Video von gestern auch angesprochen. Ich habe tatsächlich vor 2 Tagen Gewinnmitnahmen gemacht im S&P 500. Ich bin ja viel, viel tiefer eingestiegen, habe die Position auch pyramidiert nach oben hin. Wen das interessiert, einfach mal auf mein Facebook-Profil schauen, da ist der Trade auch mit drinnen. Das Ganze zu sehen, wie es hinkommt, auch wann es Zeit wird, Gewinne mitzunehmen, da haben bei mir mehrere Dinge im Kontext eine Rolle gespielt. Nummer 1, das Thema Chartanalyse. Nummer 2, die Pressekonferenz der FED. Das hatte ich extrem eng im Fokus. So, und was habe ich gemacht? Leute, schaut einfach mal, ich mache mal kurz die Trenderkennung hier raus. Die brauche ich jetzt an diesen Punkten nicht. Für das geübte Auge ist das ersichtlich, was hier oben passiert. Ja? Also erstmal, was wir hier gesehen haben, Nummer 1, rein aus technischer Sicht. Was wir hier gemacht haben ist, wir haben ja hier zusammen in der Chartanalyse mal ausgemessen, wo denn gute Potenziale aus diesem Korrekturbereich rauslaufen. Das heißt, wir haben einfach mal ausgemessen, von dem Bruchbereich hier oben, also wo wir hier oben drüber gelaufen ist, die Korrektur mal auszumessen. Und da sind wir halt hier auf diese Korrekturtiefe gekommen. Ich zeige es mal kurz an, also von hier oben sozusagen nach hier unten. Das war der Korrekturbereich, den wir gesehen haben. Und wenn man das einfach mal oben drauf spiegelt, ist man hier oben in den Bereich reingelaufen, wo diese dicke Linie ist. Also das wäre mal der Korrekturbereich oben drauf auf der Longseite gedeckelt. Das ist das eine. Das zweite, was ich hier für den Kurzfrist-Trade mit auf dem Fokus hatte, war natürlich hier. Dieser starke Abgabedruck, der hat natürlich hier oben das Korrekturhoch gehabt. Da sind wir drüber gelaufen und zwar deutlich. Und diese Sachen, alle die im Kontext, zeigen mir halt auch, ey, irgendwann wird es mal Zeit, dass wir eine Gegenbewegung bekommen. Und die könnte durchaus deutlicher werden, wenn Paul irgendwas sagt, was dem Markt nicht passt, was dann sozusagen der Katalysator für stärkere Gewinnmitnahmen ist. Das heißt, Paul hat ja eigentlich nichts Neues gesagt, was das Thema der aktuellen Wirtschaftsentwicklung angeht. Paul hat einfach nur gesagt, wir müssen uns weiter auf der Hut halten, die Gefahren sind durchaus da, aber wir stützen die Märkte weiterhin mit Geld, wir stützen die Wirtschaft mit Geld, wir sehen zu, dass das alles vernünftig funktioniert und dass wir die Inflation auch immer im Blick halten. Punkt. Also er hat vom Prinzip her nichts gesagt, dass wir jetzt vor dem nächsten massiven Ausbau der Wirtschaftskrise stehen, sondern wirklich von dem Kontext her gebracht, nur ausgelöst, dass wir eine starke Gegenreaktion sehen, also eine Gewinnmitnahme. Das waren so ein paar Sachen, die hatte ich im Vorfeld auf der Uhr, rein von der Verortung her. So, und wer jetzt hier in den Tageschart schon reinschiebt, der sieht hier oben eine sich formierende Top-Formation. Ne? Wir kommen hier oben nicht rauf, wir haben hier keine neuen Hoch, sondern der Markt sucht immer mal die Unterrichtung. Und das ist das, was wir in der Stunde sehr, sehr schön sehen können. Ich zeichne euch das jetzt mal kurz ein, hier oben drauf mit dem Stift. Schaut mal, das war die Situation. 1, 2, 3. Und so sieht das so oft aus. So sehen so oft Umkehrformationen in den untergeordneten Zeiteinheiten an. Und da habe ich dann natürlich auch gesehen, okay, ich saß davor und habe einfach gesagt, okay, Lunge, hier und hier. Diese Marker waren für mich wichtig. Und was jetzt für mich noch wichtig war, ist, ich habe mir einfach gesagt, Junge, wenn hier sozusagen ein Abwärtstrend entsteht, dann solltest du besser mal deine Gewinne mitnehmen. Und zwar hier. Es ging nach unten, wir haben kein neues hochgeschrieben und dann sind wir hier unten drunter durchgelaufen. So, und dann gab es nochmal den Rücklauf nach oben hin und im Schub nach unten habe ich die Position dann aufgelöst. Und das, dieser Schub nach unten, das war das Antersten sozusagen der Nackenlinie, nochmal kurz eine Gegenbewegung und dann hier oben, wartet mal, ich muss jetzt mal kurz die Zeichnung löschen, und dann hier oben, schaut euch das mal an. Hier, wenn wir uns den kleinen Trendverlauf mal anschauen, ich muss mal kurz gucken, ob wir das sogar hier einzeichnen können. Moment. Den Lower Time Frame. Ah, perfekt. Schaut mal. Wir sind hier oben rangelaufen. Hier, da oben sind wir runtergelaufen, haben die Nackenlinie getriggert. Wieder reingelaufen und da kam die Schwäche rein. Ich habe mir gesagt, wenn wir hier wieder drüber laufen, ist alles safe. Kannst du noch drinnen bleiben. Aber ich war hier wirklich auf Halb 8.
Aber als wir dann tatsächlich den Abverkauf sozusagen gesehen haben, dann war für mich Zeit, die Gewinne mitzunehmen. Und das, dieses Muster, das sind die Dinge, die ich immer, immer wieder sehe, die immer wieder gut sind für Gewinnmitnahmen, weil das ist eine SKS, die wir auf dem hohen Niveau in der Verortung gesehen haben, was ich da erklärt habe. Und die hat für mich den Ausschlag gegeben, zu sagen, okay, nehmen wir mal Gewinne mit. Mich hättest du auch komplett auf dem falschen Fuß erwischen können, dass der Markt das nur anlupft und jetzt auf Allzeithoch gestanden hätte im S&P 500. Da hätte ich einfach Pech gehabt. Das heißt, hier war auch wieder eine Menge Glück dabei. Aber ja, es ist passiert und wir stehen da, wo wir stehen. Und deswegen sage ich, liebe Trader, macht euch bitte immer einen Plan, wo ihr aussteigt und wann ihr aussteigt. Und genauso auch den Plan, wenn wir jetzt aus dieser tiefen Gegenbewegung wieder rauskommen wollt, macht euch einen Plan, wie ihr entsprechend einsteigen könnt. Also das hier an dieser Stelle, ja, an dieser Stelle zu dem Trade im S&P 500, was ich gestern avisiert hatte, wo wir dort auch rauskommen können. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz in die Fragen rein. Da passt. Hier kriege ich kurz eine Frage zu dem Seminar, was ich angekündigt habe. Das wird ein Zweitagesseminar. Ganz Fakt, ich stelle das Ganze auch in Kürze auf meine Facebook-Seite, auf meine Website der Investorschule mit ein, wen das interessiert. Da stehen dann alle Informationen, aber ich kann, wenn das gewünscht ist, gerne hier im Webinar direkt auch nochmal drauf reingehen. Ich bin da ein bisschen am Suchen momentan noch nach der Location. Eigentlich wollte ich das in Lohr machen mit dem Martin Gösch zusammen, aber Lohr, das Hotel fällt da momentan aus. Da habe ich aber eine gute Alternative entsprechend an der Hand und da bin ich gerade in den letzten Zügen, aber das passt. Ende September wird das Ganze stattfinden. Es geht über 2 Tage. So, alles klar. Dann muss ich mal kurz schauen, was wir noch an Fragen haben. Heute habe ich besonders gespannt gewartet. Ich hoffe, ich konnte die Spannung zumindest etwas erfüllen. Das passt. Das ist gut. Jetzt kriege ich noch die Sache Fundamentalsachen, dass ich da auch immer mal einschaue, wie ich das erkläre, wieso, weshalb, warum, was passiert. Cool. Danke dafür. Das heißt, ich sehe halt auch an solchen Rückmeldungen wirklich danke dafür, dass wir wirklich sehen, wo die Märkte stehen und dass euch das interessiert, dort sozusagen meine Erfahrung auch teils haben. Das versuche ich weiter auszubauen, gerne auch auf die Indizes. Das passt soweit, wenn es ins Bild passt. Das sind schöne Rückmeldungen, da freue ich mich drüber. Danke für die letzte Zusammenfassung. Passt genau hier, sehen wir gerade, ich bin ein bisschen spät dabei. Das da oben ist halt eine SKS, das hatte ich ja gerade gesagt, und das sind wirklich immer schöne Sachen. Und das sind auch die Dinge. Über viele, viele Jahre habe ich dafür ein Gespür entwickelt. Ihr seht ja selber, wie ich mit den Charts arbeite. Es gibt da nichts, wo ich jetzt sage, okay, ich brauche irgendwelche Indikatoren oder sowas. Ich schaue mir einfach an, wie die Märkte reagieren, wie die Marktteilnehmer sich verhalten und treffe dann meine Trading-Entscheidung. Mathe funktioniert für mich im Börsenhandel irgendwie nicht so richtig, und das ist so der Weg, den ich gehe. Und das ist übrigens auch ein Bestandteil der Ausbildung, die ich auch genannt hatte. Also an der Stelle danke für die tollen Rückmeldungen. Freut mich sehr. An dieser Stelle wünsche ich allen einen schönen Freitag. Diejenigen, die den gestrigen Feiertag genießen konnten und ein verlängertes Wochenende machen, genießt die Zeit. Hier bei uns in Sachsen wird Sommer. Also wir kriegen heute angekündigt um die 30 Grad. Halleluja. Ich hoffe, dass der Trading-Tag für mich heute nicht so lang wird. Genießt die Zeit, das schöne Wochenende. Research am Sonntag kommt wieder raus. Ein paar Indikationen habe ich schon auf der Uhr, worauf ich schauen möchte. Da freue ich mich schon richtig drauf. Von der Seite her, gute Trades. Genießt das Wochenende. Danke fürs Zuschauen. Empfehlen Sie mich weiter und auch natürlich Dickmill. Schau mal rein. Und dann nächste Woche geht es hier wieder live in die Charts. 8:30 Uhr am Montag starten wir durch. Bis dahin. Allen eine richtig tolle Zeit. Tschüss.